Herzlich willkommen, liebe Heimkino-Fans und Großbild-Fans. Wir hatten ja im Februar das letzte Mal das Video sind Laser-TV die Zukunft? Und dann haben wir ja sehr, sehr viele Diskussionen ausgelöst, weil wir ja auch über 100 Zoll Fernseher gesprochen haben, wo denn die Vor- und die Nachteile sind. Und da habt ihr ja sehr viel in den Kommentaren, sehr viele Kommentare reingeschrieben, die zum Teil auch sehr interessant waren. Also es gab viele Befürworter für Fernseher und es gab aber auch viele, die umgestiegen sind auf Laser-TV und haben das auch begründet. Und ja, mein lieber Ecki, herzlich willkommen erstmal. Hallo Kai. Ich habe dich ja ganz vergessen. Ich bin ganz ruhig hier in der Ecke. Was? Wo hast du denn dein 100-Zoll-Fernseher gefühlt hingestellt? Ich habe keinen 100-Zoll-Fernseher. Ich habe tatsächlich nur einen 77-Zoll-Fernseher. Der hängt an der Wand, direkt an der Wand. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, die Kabel in der Wand zu verlegen, damit das schön aussieht. Aber ich benutze ihn eigentlich sehr selten. Eigentlich wirklich nur für kurze Fernsehgelegenheiten. Also so richtig schöne Ereignisse, die gucke ich. Die Olympiade, schätze ich mal. Ich bin halt ein Heimkino-Fan und auch, genau, die Olympiade. Ich habe mir die Eröffnungsfeier angeguckt, natürlich über Beamer. Da wirkt das auch ganz anders. Oder auch die Fußball-EM. Das sind halt alles Sachen, die mit einem richtig schön großen Kinobild noch besser wirken. Selbst wenn man einen großen Fernseher daheim hat. Also ich will da auch niemanden jetzt auf die Füße treten, aber Größe ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Bildgröße. Aber wollen wir doch mal jetzt mal Resümee walten lassen. Ja. Seit dem Februar. Also ziemlich genau ein halbes Jahr. Genau. Haben wir ja unseren letzten Video gemacht. Und was hat sich denn da jetzt weiterentwickelt oder was hat sich denn jetzt verändert? Ist das eingetreten, was wir vorausgesagt haben? Was ist passiert bei Hisense? Was ist passiert bei Laser-TV? Ja, und auch bei TVs. Also 6 Monate. Das ist ja bei Elektronik schon eine gewisse Zeit und es hat sich auch einiges getan. Richtig Gas gegeben hat wieder Hisense. Ich sage ja immer spaßeshalber, ein neuer Tag, ein neuer Hisense Laser-TV. Die bringen ja viele Modelle. Ich glaube, sie haben jetzt in der Zeit, 3 Modelle wieder rausgebracht. Ne? Den L5H, der kam dieses Jahr erst. Dann der PX3 und der PL2 jetzt, der ganz neue. Richtig, das heißt, und das ist, muss man Hisense zugutehalten. Die bringen tatsächlich nicht nur neue Modellnamen und neues Design, sondern die Geräte sind tatsächlich weiterentwickelt. Der große Sprung war der PX3, der jetzt ein schönes Design hat. Weniger Abstand. Genau, da sind wir beim Punkt. Das, was wir so kritisieren an den Laser-TVs, daran arbeiten Hersteller wie Hisense. Der Abstand hat sich verringert. Man kann sie näher an die Wand, also kann schmalere Lowboards nehmen. Der Kontrast, das ist ja noch so ein bisschen der Hauptschwachpunkt bei Laser-TVs. Gerade bei den RGB-Laser-TVs, der wurde signifikant verbessert. Das Gerät hat jetzt schon richtig guten Schwarzwert. Die Helligkeit wurde wieder verbessert. Die Schärfe wurde verbessert. Das war bei den RGB-Lasern noch diese Farbsäume. Das Gerät wurde kompakter, vom Design besser. Das Bild ist ja insgesamt schärfer. Ja, also die Signalverarbeitung wurde besser. Das heißt, Hisense hat dieser Haupt... Die kennen natürlich auch die Schwachpunkte von Laser-TVs. Die haben signifikant daran gearbeitet. Das heißt, die Laser-TVs werden immer attraktiver. Aber wenn wir jetzt auf die Fernseher kommen, da haben wir ja auch viel kritisiert. Also zum Beispiel Hauptkritikpunkt bei Fernsehern, die Entspiegelung. Man sieht es ja hier hinter uns, der ist entspiegelt, dieser Fernseher oder dieser Kontrollmonitor. Aber man sieht hier, und der Raum ist momentan nicht besonders hell, den haben wir für die Dreharbeiten gedimmt. Hier sind die Jalousien unten, man sieht hier immer noch diese Spiegelung. Genau. Da arbeiten sie auch dran. Ne? Hisense arbeitet da konsequent dran, Samsung arbeitet da konsequent dran und die neuen Panels werden jetzt auch wieder matter, ohne dass sie dunkler werden. Das heißt, auch da ist sich den Herstellern sind sich bewusst, da müssen sie dran arbeiten. Ich sage gerade nochmal zu den Nachteilen von einem 100-Zoll-Fernseher. Erstens mal kriegst du denn ja nur schwierig ins OG. Ne? Das hat sich nicht verbessert. Leichter sind die Geräte nicht wirklich geworden. Richtig, die Frontscheibe, die ist... Sie sind auch empfindlich. Entweder empfindlich oder aus Kunststoff. Genau. Ich habe kürzlich auch mit jemandem telefoniert, dessen kleines Kind hat... Paff, bei so einem TCL-Fernseher, zack, die Scheibe kaputt gemacht. Da sind wir auch schon, TCL ist einer der treibenden Kräfte hinter den großen Fernsehern. Und das hat sich auch gezeigt, wir haben ja im letzten Video gesagt,
große Fernseher sind gut, aber wenn sie wirklich günstig sind, wird natürlich irgendwo auch ein Kompromiss gemacht, nicht? Also entweder bei der Hintergrundbeleuchtung oder beim Kontrast. Man bekommt nicht dieselbe Qualität für dasselbe Geld wie bei einem kleineren Fernseher. Und TCL war ja eine Marke, die große Fernseher sehr bezahlbar macht, auch nach wie vor. Man bekommt ja wirklich für relativ kleines Geld große Diagonalen. Aber TCL hat auch in den letzten 6 Monaten seine ganzen neuen Modelle gebracht, seine neue Produktpalette. Und da zeigt sich, die richtig guten Modelle bei 100 Zoll, die sind jetzt auch nicht mehr so billig. Die gehen dann auch Richtung 5-stellige Preise. Und der 120 Zoll, der natürlich ein bisschen Furore gemacht hat, weil das jetzt wirklich, das sind ja schon Heimkinogrößen, der kostet über 20.000 Euro. Aber jetzt haben wir doch vorhin, haben wir doch mal recherchiert und das war ja fast erschreckend. Ne? Also erstens mal überall explodierende Stückzahlen. Ja. Und wir haben also vorhin recherchiert, ohne jetzt da wieder Namen zu nennen, aber da hat ja so ein 100 Zoll Fernseher 1.999 ja. Euro gekostet und noch frei Haus. Das heißt also, ich weiß jetzt zum Beispiel als Händler und als Kaufmann, für mich kostet jetzt mit Spedition so ein 100-Zoll-Paket in der Walachei herum zu transportieren 150 Euro. Das muss ich ja im Prinzip ja von den 1.999 Euro auch abziehen. Und das, da kommen ja keine zwei Männer, die mir das Päckchen oder das Paket ins Haus tragen. Nein, die stellen das einfach frei Bordsteinkante, genau. Ab und auf Wiedersehen. Ja. Und das heißt, ich muss ja dann selbst dafür sorgen, dass das irgendwie ins Haus kommt. Oder ich gebe eben 10 oder 20 Euro Trinkgeld und muss hoffen, dass das, sagen wir mal, irgendjemand für mich macht. Ja. Oder wirklich zu einem Fernsehfachhändler aber gehen. Was heißt das jetzt ja. für uns? Wenn ich jetzt tatsächlich 1.999 Euro bezahle, was kriege ich denn dafür? Ist ja. das eigentlich genau das, was ich haben will? Oder muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwann nochmal Geld bekomme, dass ich diesen Fernseher kaufe? ja. Oder um was geht es jetzt hier? Ich verstehe das jetzt eigentlich nicht. Es geht halt um Größe, nicht? Und, ja. Aber auch um Qualität? Ja, ich glaube, wir haben da im letzten Video schon drüber gesprochen, die Kompromisse, die man eingeht, sind beim Fernseher ein bisschen anders als bei einem Projektor, nicht? Also, oder bei einem Laser-TV. Beim Fernseher, der ist meistens hell genug und er hat meistens ja auch einen recht guten Schwarzwert, weil ja die Scheibe dunkel gefärbt ist. Aber der hat andere Artefakte. Das haben ja auch manche in den Kommentaren geschrieben, ne? Der hat dann Bending, nicht? Von der Signalverarbeitung, so helle Geräte, da sieht man auch die Artefakte eher. Dirty Screen Effekt, Linien und so weiter. Also es sind einfach andere Probleme, die man hat. Und natürlich, je günstiger die Paneltechnik ist, desto eher sieht man das. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, die High-End-Modelle, die diese Schwächen dann weniger bis gar nicht haben, die kosten dann auch wieder richtig Geld. Ne? Die auch viele Zonen haben, um wirklich guten lokalen Kontrast zu machen und alles Mögliche. Ich sag, aber bei so einem Fernseher, da habe ich Bending, ich habe Bildrauschen, genau. Ich habe Wärmeentwicklung, ja? Ich habe alles aus Kunststoff. Ja. Natürlich, ein Laser-TV ist auch aus Kunststoff, ja, aber der verbraucht vielleicht ein Viertel von der Energie, was jetzt ein TV braucht. Ja. Der muss ja auch schon getrickst werden. Die EU hat ja, gut, man kann jetzt darüber streiten, ob das realistische Vorgaben sind, aber natürlich die großen Fernseher, die erreichen so mit Ach und Krach glaube ich, Energieeffizienz. Ne? Und das auch nur, weil der werkseingestellte Modus total dunkel ist. Man muss dann auf einen helleren Modus schalten und dann kommt auch immer groß die Belehrung, wenn Sie jetzt umschalten, dann verbraucht Ihr Gerät auch mehr Strom. Das kommt jetzt tatsächlich jedes Mal, also wenn man den Bildmodus da wechselt, ich finde das schon ein bisschen nervend. Kommt auch übrigens auch bei den Laser-TVs, obwohl die ja gar nicht da so groß, na gut, aber es ist schon gut, bei den steigenden Stromkosten auch ein Faktor. Gerade ein Fernseher, den man natürlich stark nutzt. Es kann ja nicht sein, dass ich erstmal ein Balkonkraftwerk mir anschaffen muss, damit ich ruhigen Gewissens das, sagen wir mal, der, da kannst du aber auch nur bei Sonne gucken. Da musst du wieder herstellen. Aber kann ich denn jetzt nochmal, du hast ja auch so ein bisschen ja. Background und Feedback und Erfahrung, du sprichst ja auch und du weißt zum Beispiel, dass die Fernseher sollen die, oder ich habe da irgendwie was anderes gehört, also solche Preise werden gemacht, nicht weil diese TVs so toll sich verkaufen, sondern weil sie sich eben nicht verkaufen.
Ja, ich bin jetzt kein Marktforscher. Ne? Weltweit kommen diese 100 Zoll Fernseher wohl ganz gut an. Also die Umsätze verwachsen. Ja. Natürlich auf einem gewissen Niveau. In Deutschland ist die meistverkaufte TV-Größe immer noch 55 Zoll oder 5. Ne? Ja, also, das ist halt der Klassiker. Und die meisten ziehen auch ihr Preislimit bei 1000 Euro. Ne? Also da sind die 100 Zoll Fernseher noch nicht, obwohl du ja schon recht hast. Mit 2000 Euro ist das ja schon sehr niedrig. Wieso man diese Preise macht, ja, ob da wirklich noch Geld verdient wird, ich weiß es nicht. Oder ob das wirklich unter Druck geschieht, weil die Geräte hier... Das ist natürlich auch, man muss halt immer auch daran denken, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Man will ja Marktanteile erzielen zu jedem Preis, auch wenn man sich den Markt kauft. Na, das ist natürlich gut für den Nutzer und für den Anwender, dass der da hier und da ein Schnäppchen schießen kann. Aber ich kann jetzt aber auch dazu sagen, also wir können ja nur von dem reden, was wir wissen und was wir mitbekommen, was wir erleben. Und es ist also ganz klar so, dass der PX3, der ist erschienen, da ist jede Schraube ist verkauft, ja. Und es kann gar nicht genügend. Ja, der ist notorisch ausverkauft im Moment. Der ist notorisch ausverkauft. Das heißt also, da gibt es hier auch hohe Stückzahlen. Also wer jetzt behauptet, Laser-TV wäre keine Zukunft. Nein, also wie gesagt, das haben wir auch im letzten Video klar gemacht. Jeder hat andere Präferenzen, nicht? Und es geht auch gar nicht darum, dass das eine, ich glaube nicht, dass das eine besser ist pauschal als das andere. Es ist einfach auch eine Geschmackssache, nicht? Also ob man jetzt einen Fernseher ansprechender findet mit solchen Problemen oder ob man das matte Laser-TV-Bild, das aussieht wie ein Kinobild, bevorzugt. Oder vielleicht auch noch den klassischen Heimkino-Beamer. Ne? Also aber jetzt die Möglichkeiten, ja, man hat ja so viele Möglichkeiten, jetzt ein großes Bild zu erzeugen. Genau, da bist du beim Punkt. Und es ist noch was dazu gekommen. Jetzt haben wir den Beamer, den Laser-TV, den normalen TV. Und wir haben jetzt die VR-Brillen. Jetzt ist die Apple Vision Pro in Deutschland erschienen, vor 2 Wochen. Und du hast sie getestet? Ich hatte sie auch schon getestet. War auch überrascht, wie viele Leute da Resonanz haben. Jetzt kann man auch sagen, und ich war sehr positiv überrascht. Ne? Man muss jetzt dazu sagen, ich bin kein Apple-Fanboy. Ich habe keine Apple-Produkte. Ich habe mein ganzes Leben noch kein Apple-Produkt gekauft. Das heißt aber nicht, dass ich die Firma hasse. Ich habe mir diese Brille angeguckt und ich muss zugeben, was die an Heimkino-Qualität bietet, visuell ist sehr beeindruckend. Und das relativiert auch den Preis. Viele sagen ja, die kostet 4.000 Euro, das ist natürlich viel Geld. Und eine Meta Quest kostet ein Zehntel. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, dass Apple da absolut High-End gebaut hat. Da sind OLEDs drin, Sony OLEDs mit einer enorm hohen Auflösung. Und man hat dann halt auch den sehr guten Schwarzwert, wie man das von einem richtigen High-End-Beamer gewohnt ist. Nicht? Die haben eben, ich habe ja dein Video gesehen, die haben den Vogel abgeschossen. Das muss man ganz klar so... Und alle Kritiker, die sagen, ja, das ist alles viel zu teuer, da kann ich nur antworten, also ich will hohe Preise nicht wir wissen alle, dass Apple nichts verschenkt. Ne? Und dass die gut Geld verdient, zeigt ihr Börsenkurs. So. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, ob die Konkurrenz so eine Bildqualität billiger hinbekommt. Nicht? Kriegen die das überhaupt hin? Samsung hat, glaube ich, angekündigt, wir machen jetzt eine. Können die jetzt diese Bildqualität wirklich billiger? Erst dann sehen wir das. Ne? Und wenn man jetzt mal auf den Handymarkt guckt, Apple hat sehr hochpreisig angefangen. Und wenn du mich fragst, ist das nicht so, dass die anderen Firmen Apple runtergezogen haben im Preis, sondern Apple die anderen hochgezogen hat. Jetzt kostet ja mittlerweile jedes Samsung, jedes High-End Xiaomi, eigentlich sind die Handys eher teurer geworden, die High-End-Modelle. Also warten wir da erstmal ab, für wie viel Geld man so eine Qualität wirklich günstiger anbieten kann und ob sich die Preise überhaupt nach unten so schnell korrigieren. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, das ist schon gigantisch. Ne? Also ich habe das ja so dein Video gesehen, es ist gigantisch, wie man da ein Kino mit einer Kinoleinwand, eine Kinoatmosphäre von 8 Meter, 10 Meter Bildbreite simulieren kann, immersiv. Genau. Und das nicht anstrengend für die Augen. Nein, das ist wirklich nicht anstrengend für die Augen und es ist wirklich authentisch. Nicht? Halt, ich habe jetzt gerade mal überlegt, was spricht jetzt eigentlich noch für den Laser-TV? Da muss man ganz klar sagen, so, da kannst du gemeinsam erleben. Ja. Also auch da, dieses Ausspielen der Techniken, das ist gar nicht nötig. Ich glaube nicht, dass eine Apple Vision Pro den Heimkino-Beamer schon mal gar nicht verdrängt. Denn es ist ein anderes Gefühl, in einem Raum zu sein, mit einer Surround-Anlage im großen Bild.
natürlich hat man da diesen Eindruck, aber man hat diese Maske auf dem Kopf, nicht? Und das ist schon, das ist vergleichbar mit Kopfhörern. Es gibt super High-End-Kopfhörer und vielleicht wird der ein oder andere sogar argumentieren, mit dem Kopfhörer hat man eine bessere Tonqualität, je nach Raum, ne? Und Lautsprecher als bei Standlautsprechern. Und trotzdem hat der Kopfhörer die Stereoanlage in den letzten 30, 40 Jahren nicht abgelöst. Das ist ein Ergänzungsprodukt. Und diese Apple Vision Pro zeigt, sie kann einiges besser als ein Beamer, gerade hier bei diesem Immersive 3D. Das sind aber andere Anwendungsgebiete, Sport, Spiel, Events, das wird ja jetzt alles noch kommen. Ich glaube, das wird ein Ergänzungsprodukt, das kauft man sich zusätzlich für gewisse Anwendungen. Es wird gar nicht das ein oder andere ersetzen. Bei einem oder anderen, vielleicht sagt sich einer, oh, das gefällt mir besser als ein 100 Zoll Fernseher oder Laser-TV, aber es wird nichts verdrängt. Ich habe mir jetzt auch, also als ich dein Video gesehen habe, ne, ich habe mir ernsthaft überlegt, bin ich jetzt ein potenzieller Kunde, vielleicht auch privat, ein potenzieller Kunde, der sich jetzt diese Brille zulegt, weil sie geil ist. Ne? Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so vernünftig, mal auf die zweite Version zu warten. Aber da ja die Stückzahlen gar nicht erfüllt worden sind, die man sich... Ja, so wenn ich das richtig gehört habe, wird die so schnell jetzt nicht kommen. Apple wird jetzt wohl die erste Version länger anbieten. 400.000 Stück wollen sie dieses Jahr verkaufen. Gut, ich finde das für ein 4.000-Euro-Produkt eigentlich immer noch relativ beeindruckend. Für Apple ist es vielleicht eher enttäuschend. Ja. Aber dann warten wir doch mal die Konkurrenz ab. Ne? Die Frage, hat man überhaupt die Zeit? Ne? Hat man überhaupt die Zeit für das viele Hobby? Ne? Also auch, sagen wir mal, jetzt noch sowas zu erleben. Ja. Ja? Genau. Na gut, wenn man jetzt die Brille wirklich benutzt, um ein Kino zu ersetzen, ist es gar nicht so teuer. Ne? Ein Heimkino kostet mehr. Ja. Aber ich will jetzt gerade noch mal, wir haben ja auch sehr, sehr viele Menschen, die sagen wir, Eigentumswohnungen haben. Genau. Die, sagen wir, im ersten, zweiten, dritten, vierten Stock. Richtig. Fünften Stock, noch höher. Da kann man vielleicht, leben. Genau, da kann man wahrscheinlich einen 100 Zoll oder 120 Zoll Fernseher gar nicht hinbringen. Das kann man vergessen. Ein Laser-TV wäre vielleicht möglich. Und es gibt nichts Augenschonenderes wie ein Laser-TV. Ja. Mit einer vernünftigen Leinwand, ja. Genau. Oder eben alternativ eben auch so eine Brille, wenn man jetzt alleine. Zu zweit gebe ich dir auch recht. Ja. Das ist nicht sozial, man möchte nicht jeder mit so einer Maske. Es fängt schon an, dass man ja keine Cola trinken kann, während man, weil man stößt ja dagegen gegen die Brille. Ja. Das sind so Punkte, dass ich glaube, da, es fehlt noch so ein bisschen die Killer-Applikation, die wird kommen mit Sportevents, mit dieser Virtual Reality-Geschichte, dass man wirklich da live. Aber das werden, glaube ich, auch so ausgewählte Sonderevents sein, wo man so eine Brille benutzt. Im Alltag, mit einer Familie schon gar nicht. Man würde ja nicht mit Kind und Kegel dann alle mit so einer Maske sitzen. Das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Und ich glaube auch, dass das weibliche Geschlecht etwas kritischer auf diese Maske reagiert, als die für Technik leichter zu begeisternden Männer. Das ist einfach so. Ne? Wer diese Brille erleben will, der kann also eigentlich auf die Homepage gehen von Apple und kann dort einen Termin buchen. Also die offizielle von Apple erwünschte Methode ist wahrscheinlich da Termin buchen, halbe Stunde, nehmen die sich, glaube ich, auch wirklich Zeit. Oder man, aber das oder man kauft sie und hat Rückgaberecht. Ne? Das sollte man machen, um sowas mal zu erleben, um da, sagen wir mal, Mitspracherecht genau. Und überhaupt, dass ihr mal bei mir oder bei uns jetzt hier auch mal in den Kommentaren mal eure Meinung dazu reinschreibt, ja, und ob ihr, sag mal, potenzielle Kunden für sowas seid, ob euch da 4.000 Euro zu viel Geld ist, um da Versuchskaninchen zu spielen, oder ob ihr das auch so gut findet, dass ihr... Also an dieser Stelle nochmal, ich hatte es in einem anderen Video, das kennen wahrscheinlich nicht alle von euch, also wenn man diese heimkinotechnisch jetzt, wenn man diese Brille aufzieht, visuell hat man ein 6 bis 8 Meter Bild vor sich von einem High-End-Beamer, wirklich, also das ist schon... High-End-Beamer, das wisst ihr, ist zum Beispiel ein großer Sony oder ein großer JVC. Man hat wirklich diese Qualität vom Kontrast, von dem HDR-Look, von der Schärfe, so 90% ist immer noch ein sehr scharfes Bild. Das ist ja OLED, ne? Ja, also das ist wirklich, und es sieht wirklich so aus, als wäre man in einem Heimkino. Ne? Man hat halt nur diese Brillengeschichte auf. Ne? Da hast du ja auch gezeigt, du kannst dann dunkeln, kannst den Raum komplett abdunkeln, du kannst ihn aufhellen. Du kannst am Strand sitzen bei dem Film, du kannst
einen Kinosaal dir holen, dann sieht dann wirklich so aus, als ob du in einem Kino bist. Das sieht wirklich aus, als wäre man im Kino. Du zahlst nur kein Eis essen oder was trinken. Und, also das geht schon, aber da brauchst du ja dann, was ist ein Strohhalm oder was, ne? Also das wäre, ich glaube, da schreit jemand vor Lachen dann, wenn Eiskonfekt könnte man, glaube ich, noch essen hier, das gute Eiskonfekt. Aber dann kriegt man wahrscheinlich schnell Schokoladenflecken an die Brille. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, guckt euch die Brille an, ihr könnt da Termin. Also es ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, gerade dieses Immersive 3D, und das hat auch Potenzial für Events, was man im Beamer nicht hat. Und ich glaube, das wird auch so der Schlüssel werden in den nächsten Jahren, der darüber entscheiden wird, ob diese Brillen den Durchbruch kriegen oder eben nicht. Beim Gaming sind sie sowieso schon etabliert. Jetzt wollen wir ja nicht, dass alle Kunden jetzt nur noch Apple und andere Produkte kaufen. Also man kann auch bei uns, und das machen wir ja täglich, also bei uns kann man ja auch den PX3 erleben, jetzt momentan leider nicht, der ist ja ausverkauft. Aber da kommt jetzt demnächst kommt da ja auch Nachfolger und noch zusätzliche Gerätetypen, die dann auch wieder mehr können. Ein neuer Tag, ein neuer Hisense TV. Genau, und da kommen neue Funktionen, die vielleicht für euch interessant sind. Kommt einfach zu uns, macht Termine. Ihr könnt auch hier bei uns, wie gesagt, in unserem Studio Laser TV erleben. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, es kommt ja jetzt irgendwann im Herbst, ist es ja dann wieder soweit, dann steht ja wieder die IWA vor der Tür und wir haben jetzt schon Ankündigungen, da pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Hisense ja wieder was Neues bringt. Ne? Ja. Und zwar wurde da angekündigt, es soll da wohl auch wieder was Großformatiges, TV-mäßiges kommen. Und mit einer riesen Lichtleistung, wo ich mir jetzt schon sage, muss das sein? Ja, du redest von den HDR 10.000 Nits bei 100 Zoll. Nein, muss nicht sein. Also HDR 10 geht bis 10.000 Nits. Dolby hat da Feldversuche gemacht, ne, mit Zuschauergruppen. Und es hat sich gezeigt, bis 10.000 Nits kann man gehen, wenn die Elemente entsprechend klein sind. Ne? Also das ist jetzt nicht so. Das heißt nicht der ganze Schirm? Nee, das heißt jetzt nicht, dass sich der ganze Fernseher mit 10.000 Nits anleuchtet. Das willst du auch nicht haben. Klar, glaub mir. Da muss die Sonne. Genau. Sondern das ist, damit vielleicht so kleine Elemente besonders richtig strahlen. Was weiß ich, Polarstern oder so. UV-Strahlen simulieren und muss sich dann eincremen. Also inwieweit das sinnvoll ist. Man sieht ja auch so ein bisschen, so HDR ist eine gute Sache, aber man sieht auch, das fing auch so an, wie sagt man mal so schön, das ist auch wie so ein Tiger gestartet und ist als Bettvorleger geendet. Ich habe damals schon auch davor gewarnt, also das kann ich mir mal auf meine Fahnen schreiben, dass HDR sehr anstrengend für die Augen ist, wenn man es ausreizt, weil eben es ja die wirklichen Helligkeiten erreicht, aber ein Film ja immer ein Zeitraffer ist. Dann hast du eine Szene, die spielt im Dunkeln, und 5 Sekunden später hast du einen Schnitt auf eine Tageslichtszene. Wenn wir real unterwegs sind, haben wir das nicht. Wir gehen nicht ständig hell-dunkel. Ne? Unsere Augen brauchen, wir gehen raus in die Sonne, jetzt ist Sommer. Unsere Augen brauchen Zeit. Manche brauchen sogar Sonnenbrillen, weil sie sonst Kopfschmerzen kriegen. Nicht? Und unsere Augen brauchen lange Zeit, um sich anzupassen. Und wenn wir wieder ins Dunkel gehen, brauchen die wieder sehr lange, um sich anzupassen. Ne? Und wenn man das in einem Film teilweise im Sekundentakt oder im 30-Sekundentakt oder im Minutentakt oder im 5-Minutentakt tauscht, dann ist das für die Augen eine enorme Anstrengung. Und die Dolby ist ja auch gestartet mit Dolby Vision und wir haben das perfekte Bild für euch. Ne? Und was ist jetzt? Du hast so ein Dolby-Gerät und was hattest? Ein Dolby-Tageslichtmodus, ein Dolby-Nachtmodus, ein Dolby-Benutzermodus. Das ist ja gar nicht die Dolby-Methode, dass du selber einstellen kannst, was du willst. Ne? Das heißt, auch die mussten erkennen, das kommt so beim Anwender nicht an. So realistisch und genial das auch aussieht, es ist einfach viel zu anstrengend für die Augen. Ne? Ja. Und das ist dann wieder ein. Das ist ja ungefähr so, als wenn du, sag mal, mutwillig und bereitwillig in die Taschenlampe guckst. Ne? Ja, also zumindest diese schnellen Wechsel. Dafür sind unsere Augen nicht gemacht. Das ist einfach so. Ne? Naja, also da gebe ich auch den Tipp, nie im Rest. Und ich muss sagen, ich habe ja auch High-End-Beamer, die werden auch immer heller. Und das sieht auch wirklich aus, richtig toll aus. Aber auch bei den Beamern, es wird tatsächlich anstrengender zu gucken. Wenn man die wirklich so auf Maximum laufen lässt und man hat dann so einen 3.500 Lumen Beamer in einem dunklen Kinoraum auf einer 3.5 Meter Leinwand. Genau.
Das ist schon eine enorme Lichtleistung, selbst reflektiv. Und das, mal sehen, wie weit die Reise ist. Sieht super aus, es ist aber anstrengend für die Augen. Ja, also man muss natürlich sagen, ne, das menschliche Auge, wenn ich sag mal jetzt in einem hellen Wohnzimmer sitze, ja, dann geht ja die Pupille vom menschlichen Auge ja auch zu. Das heißt also, wenn sich das Auge angepasst hat, ist das okay. Ja, ja, aber wenn ich habe ja als erstes mal das Problem, dass ich überhaupt keine, sagen wir mal, nicht so viel verschiedene Farben und Graustufen erkennen kann, wenn ich in einer hellen Umgebung bin. Also geschweige denn, deshalb ist ja auch ein Kino dunkel, dass man dann dort eben erstmal das Spektrum überhaupt erkennen kann. Ne? Dass das Auge sich daran gewöhnt und dann mit der Zeit immer mehr sieht. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt in den Himmel gucke, sehe ich auf einmal immer mehr Sterne. Genau. Weil das Auge sich daran gewöhnt. Richtig, und das ist ja der Punkt. Also ich habe ja auch schon Beamer mit 10.000 Lumen getestet. Ja. Wenn die Augen sich daran gewöhnen, du guckst damit irgendeine Dokumentation, das sieht super aus. Ne? Aber es ist anstrengend. Nee, es ist tatsächlich auch nicht anstrengend, solange das Bild hell bleibt, ist das total angenehm. Es wird dann anstrengend, wenn dann der Schnitt zur dunklen Szene kommt, wie du schon sagst, Sternenhimmel, ne? Und dann meint das Auge, oh, jetzt wird's dunkel, dann braucht das erstmal. Und es hat sich gerade an die dunkle Szene gewöhnt, da kommt wieder eine helle Szene. Und schon kriegst du wieder dieses Licht da rein. Das ist das Problem. Und da kann man auch nichts gegen machen. Da sind wir biologisch an die Grenzen unserer Augen, kommen wir dann. Und das ist genau wie mit der Schärfe. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht vor ein paar Monaten, 4K-Auflösung. Ne? Was kann unser Auge noch auflösen? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, 8K bringt selbst bei Beamer nicht mehr viel. Ne? Bei einem Fernseher bringt das gar nichts, weil unser Auge das überhaupt nicht mehr sieht. Und das, klar, auf den technischen Daten, das ist wie die Megapixel, das sieht immer. Aber bei den Kameras wurde das auch irgendwann mal entzaubert, dieser Megapixelkampf. Kannst du es mit Messgeräten, kannst du das darstellen? Ja. Aber nicht mit dem Menschen. Es muss, genau. Und wir haben biologische Grenzen, die erreichen wir jetzt langsam farblich auch mit den RGB-Laser, von den Laser-TVs. Da sind wir ja nochmal beim Pluspunkt. Können nach wie vor immer noch nur die RGB-Laser-TVs diesen riesigen Farbraum, der auch an unsere Wahrnehmungsgrenze geht. Und auch da muss man sagen, mehr braucht man nicht mehr. Das ist wirklich. Aber das, was man farblich sehen kann. Wir wissen ja, dass bei DLP-Projektoren, dass wir da immer ein Problem haben mit der Kontrastdarstellung. Mhm. Ne? Und das haben wir ja jetzt bei dem PX3, ist das ja, sagen wir, wesentlich. Genau, die haben den nativen Kontrast fast verdreifacht, ja. Und die haben das im Prinzip eigentlich mit relativ wenig Aufwand, haben die das hinbekommen. Ja. Also da wird weiterhin nur ein Chip benutzt. Genau. Beziehungsweise die haben, man sieht das, wenn man da reinguckt, das Spiegelsystem komplett optimiert. Richtig. Aber kann man jetzt schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, ob sich da in Zukunft... Ja, auch in den letzten 6 Monaten hat Hisense, ich weiß es jetzt nicht, ob die CES auf einer von diesen amerikanischen Messen, haben die einen Prototypen gezeigt. Ein Laser-TV mit Light Steering. Light Steering, kommt aus der Kinotechnik von Barco. Das kennen manche von euch auch unter dem, also ist eine andere Form. Also Dolby hat mit den Dolby Vision Kinoprojektoren im Einsatz. Die haben 2 DLP-Chips und die können Local Dimming, praktisch Projektoren mit Local Dimming. Und dadurch werden die Kontraste viel, viel höher, das Schwarz viel dunkler. Und Hisense ist jetzt tatsächlich gekommen und hat so eine ähnliche Technologie, die von Barco jetzt adaptiert und einen ersten Prototypen rausgebracht. Der kann nicht nur Local Dimming, sondern der kann das Licht auch noch in die hellen Bereiche dann recyceln sozusagen. Das heißt, die hellen Bereiche werden sogar noch denn heller. Ich habe das selber nicht gesehen. Es wurde da komischerweise auch nicht so viel berichtet und es wurde natürlich auch wieder so diese typischen Messebedingungen gezeigt. Aber die es gesehen haben, waren sich schon einig. Ja, man sieht die Unterschiede. Wenn man es so ausrechnet, kommt man dann, wenn diese Geräte mal auf den Markt kommen, in hohe 5-stellige Kontrastbereiche. Und dann ist natürlich wer sich jetzt noch an den Schwarz wehrt, wer jetzt sagt, 3000:1 nativ bei so einem PX3 reicht mir immer noch nicht, obwohl die auch schon dynamisch, da sind wir schon bei 7000 dynamisch, das sind eigentlich schon sehr gute Werte. Wer jetzt immer noch sagt, nee, unter 20000:1 kommt bei mir. Ja, der muss warten, wenn ein Hisense damit jetzt weiterkommt, dann ist das keine Zukunftsmusik mehr. Dann kommt das vielleicht in 1-2 Jahren, dann haben wir da die ersten Laser-TVs, die 5-stellige Kontrastwerte haben. Aber man muss dazu sagen, dazu ist natürlich aber auch, sind Kosten notwendig, also da wird mehr Hardware, Man sah das, also dieser Prototyp sah schon wieder relativ gut aus, war aber deutlich größer, der war höher.
Richtig, also da, wer jetzt denkt, er könnte jetzt noch warten, so lange. Ja, warten kann man. Davon aus, also es gibt ja, also auch in der Heimkinoszene, es gibt ja auch wirklich da immer die Warter. Oh, da fehlt mir noch dies, ich warte bis zur nächsten Generation. Oh, jetzt ist das, kommt ja auch immer neue Technologie, ne? Ja. Oh, ne, jetzt ist das, oder hier, ich warte noch, bis die 3D besser wird. Und ja, oh, jetzt gibt es kein 3D mehr. Ne? Und also warten kann man immer mehr, man wartet, also das ist... Man wartet eigentlich auf. Man wartet, ja, man wartet und wartet. Werden andere schon gucken, ne? Wartest du noch oder also guckst dann, du schon? Dann werde ich mir doch die Brille bestellen. Gut, da kann man jetzt warten, bis mal Content kommt, der das wirklich ausreizt. Das ist das Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich habe hier zum Beispiel nochmal, um auf diese Reality-Brille zu kommen, da kannst du ja beim Boxkampf, kannst du da mittendrin stehen, kriegst wahrscheinlich sogar eins auf die Fresse. Ja, also gefühlt. Also ich nehme schon an, dass die demnächst Sportübertragung mit diesem Immersive 3D machen. Und der Unterschied zum normalen 3D ist, man kann sich ja umsehen. Das ist nochmal wirklich eine richtige Steigerung, abgesehen davon, dass das 3D wirklich echt ist. Also es ist nicht wie das Beamer 3D, also das Shutter 3D ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ne? Am ehesten noch das Passiv 3D, das man aus den Kinos kennt, aber auch das, also es ist wirklich, weil du ja einen eigenen Bildschirm vor jedem Auge hast und die das so optimiert haben und das ja auch auf deine Augen richtig eingemessen ist, du hast keine Anstrengung, das ist wirklich, als würdest du daneben stehen. Und dann guckst du wie in echt. Und das ist schon mal, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als ein 3D-Film. Ja, du musst aber, lieber Zuschauer, man muss natürlich aber auch dazu sagen, wenn ich sowas erleben will, dann muss es auch so aufgenommen werden. Das heißt, genau. Das sind 10 Kameras im Kreis, ja, die über Edge Blending zusammengerechnet werden. Und das heißt, ob ich jetzt diese View mir angucke oder nicht, aber sie muss erstellt werden. Ja. Wenn ich jetzt in diesem Moment... Genau, der muss das ja alles gefilmt haben. Da ist, ne? Das kann man gut vergleichen mit diesen Google-Autos, ne? Ja. Die für Street View. Die müssen ja alle Perspektiven gleich, und das auch noch in 3D jetzt. Ne? Google Street View ist ja nur 2D. Das auch noch in 3D. Und mit 60 Bildern pro Sekunde Minimum. Ne? Also, in der Auflösung, dann Flash. Und dann auch noch in 4K-Auflösung. Das sind oder schon... 8K, ne? Ja. Also, wenn das jetzt auch noch kommt, also die Demo-Clips, die Apple einem vorführt, die sind beeindruckend. Und wenn das wirklich mal so als TV-Übertragung kommt, ist das für viele bestimmt auch das die Killer-Applikation, wenn man sich so eine Brille kauft. Aber noch ist das eher... Aber stellt euch mal vor, was das für Dateigrößen in Zukunft sind, die da transportiert werden müssen. Ja gut, wir haben doch alle Glasfaser demnächst. Bei mir in der Straße bauen sie endlich Glasfaser. Du musst ja dann Content musst du dann praktisch laden, dass du dir überhaupt nicht anguckst. Also das kann die Apple-Brille ja übrigens auch schon bei normalen 4K-Filmen und auch bei 3D. Du kannst die vorher laden, ja. wegen der Bandbreite. Das ist ja wahrscheinlich, weil in Deutschland wahrscheinlich erst recht. Ne? Du hast ja gesehen, bei der Brille, jeder hatte dann hier dieses dicke Kabel gehabt. Also hat ja fast ausgesehen wie Starkstrom. Und hat dann hier hinten... Starkstrom ist das nicht, aber... aber hat dann hier hinten... diesen Akku. Akku, ne? Ja gut, man kann das schon ans Festnetz... Aber das heißt, für mich heißt das Gefühl, dass die Brille maximal 2 Stunden... Das ist wohl so, ja. Mit Akku hält die, glaube ich, so rund 2 Stunden. Anderthalb bis 2 Stunden. Dann ist empty, ja. Dann bist du froh, wenn du ein Laser-TV hast. Ja, oder hast noch mal einen... Pack. Also hier der das hatte, der hatte sich extra noch einen Akkupack gekauft und er meinte, damit kommt er immerhin auf 9 Stunden. Dann kann man schon ein paar Filme gucken. Aber du hast dann nochmal so ein Ding natürlich. Ja. Ne? Das wiegt nochmal so viel. Ne? Das ist, das sind noch die Hauptschwächen. Das kann ich noch verstehen, wenn einer sagt, das ist mir noch zu aufwendig, zu schwer. Das ist das, was noch hauptsächlich gegen diese Brillen spricht. Ja. Also aber die Qualität, die stimmt. Die Bildqualität ist einfach alles. Du kaufst dir einen 100 Zoll Fernseher, also jetzt sogar einen 110 Zoll Fernseher mit 10.000 Nits demnächst. Genau. Dann kaufst du dir einen Laser-TV und kaufst dir die Reality-Brille. Und einen Beamer. Und noch einen Beamer, genau, Beamer-Raum auch noch. Also ja. Da haben wir auch was. Dann hat man für alle Einsatzzwecke was. Also dann ist man für alles gerüstet. Denn das ist eigentlich genau der empfehlenswerte Weg. Das wäre am besten. Ja. Lieber Ecki, fällt dir noch irgendwie was ein? Nee, also wie gesagt, was kommt? Was noch kommen soll? Ja, gut, was sich so abzeichnet ist, dass ich glaube ich darf da auch noch nicht drüber reden, aber ich glaube, dieses Jahr wird ein gutes Heimkino. Ja, also jeder, der... Ja, da dürfen wir aber nicht drüber reden. Nee, wir dürfen nichts verraten. Aber wer... Drehen zwar nachher... Also unter die High-Ender oder auch die Fortgeschrittenen unter euch, die...
die dieses Jahr oder auch Ende des Jahres, Herbst. Also wir drehen jetzt anschließend noch einiges an Material. Also wir haben heute noch mehrere Stunden. Da ist vieles dabei, was wir jetzt nicht sagen dürfen, was noch nicht veröffentlicht werden darf. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn das dann soweit ist, kommen diese Filme hier bei uns auf dem Kanal. Deshalb am besten abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und du liebst ja die Likes ohne Ende, ne? Sonst kommst du ja nicht mehr. Genau, genau. Und das wäre jetzt eben am wichtigsten. Oh je, jetzt macht da keiner nachher, sage ich, oh, endlich können wir den Ecki loswerden. Ja, wir haben keine Likes mehr. Auf Wiedersehen. Ja, aber wir sind ja mittlerweile schon richtige Freunde. Genau, richtig. Und drehen ja, weil wir auch Spaß dran haben. Genau, also das ist, deshalb bin ich auch so gerne bei dir. Hier können wir ja wirklich offen reden. Das rechnet sich ja eigentlich nicht mehr, aber wir machen das, damit man sich jetzt hier, so jetzt wie in eurem Fall, auf die Couch fläzen kann und hört mal hin, hört mal weg. Ja. Und vielleicht ist mal was Interessantes dabei. Die beiden, die kann man sich vielleicht noch antun. Und das freut uns natürlich, wenn wir da eine gewisse Fanbase haben. Und dafür machen wir das ganz einfach. Genau, richtig. Einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, ohne genau, dass man... Ohne Kummer, ohne, genau, ohne Zensur. Wird. Genau, richtig. Ja. Und so wird es auch weiterhin sein und bleiben. Ja, also da bleibt uns an dieser Stelle nur noch uns zu verabschieden. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass das wieder interessant für euch war. Ja, genau, hoffentlich. Und wie gesagt, dieses Jahr gibt es bestimmt noch einiges zu berichten. Genau, einfach abonnieren und dran sein. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. And you know I ain't feeling right. Find the steel or bottle. Say goodbye to pain and sorrow. Every day and every night. Every day and every night.